Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um den Erfolg Mana Deep und für diesen Erfolg müssen wir Mammut im Nialota auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir eine verbotene Mana-Manifestation bezwungen haben. Und wie funktioniert das? Wir haben hier diese Ads in der ersten Phase. Und davon müssen wir ein Add überhaben, wenn der Boss in die zweite Phase geht. Ihr habt es gerade gesehen, wir haben jetzt nochmal einen von diesen Bestien da reingefüttert, dass der Boss 100% Life hat. Und einen Mob haben wir über, das will man im Normalfall nicht haben, weil jetzt kann man den auch nicht mehr unterbrechen. Er castet jetzt die komplette Phase hier theoretisch durch. Normalerweise will man diese Situation gerade nicht haben, dann füttert man Bänder beide rein oder schaut, dass man die tötet. Wenn ihr das Achievement machen wollt, braucht ihr einen. Denn ihr müsst sie mit diesen Mana-Kugeln hier füttern und ihr seht, die müssen wirklich komplett genau reinfliegen, wenn das nicht der Fall ist. Ich habe hier gerade gefailt, da war der Mob nicht ganz dran, es ist nicht reingeflogen und der Mob wurde nicht gebufft. Heißt, ihr behaltet ein Add über, das tankt ihr in der ersten Phase off. In der zweiten Phase, wenn der Boss statisch in der Mitte steht, müsst ihr schauen, dass ein Tank den so hindreht, dass er von der Orb getroffen wird. Dann wird er groß und böse und zu dem Mob, den wir umhauen müssen, also hier verbotene Manifestation und diese klopfen wir jetzt um. Kleine Randinformation, es ist ganz gut, wenn ihr den Boss davor schon relativ low haut, denn ihr habt dann den Boss, der reinhaut, ihr habt dann dieses Viech, das draufhaut, ihr könnt, weil ihr keine Voids dann habt, es auch nicht interrupten, also nicht in die Void reinstellen und es damit interrupten und ihr kriegt dann schon relativ viel Schaden. Macht also Sinn, wenn ihr den Boss erst low haut, kurz bevor die zweite Phase triggert, ein Add noch über habt und das dementsprechend dann ein bisschen off-tankt, die Orb fressen lasst und den könnt ihr, sobald ihr das gebufft habt, das Add umhauen und danach den Boss. Und ihr seht, bei uns hat es geklappt, Achievement ist aufgeploppt, ein, zwei Leute waren tot, kam dann doch ein bisschen mehr Schaden rein. Schwierig ist es aber ehrlich gesagt nicht. Ja, das war's mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tala, bis zum nächsten Mal. Ciao.